Willkommen zurück zu Gears of War 4. Wir sind hier in Speyer angekommen. Das ist aber ein nettes Schild. Ne? Hätte ich nicht gedacht, dass ich da mal hinkomme. Vor allem in Gears of War. Ja, und Jin ist hier irgendwie gerade übernommen worden. Oder zumindest der Roboter, mit der sie gebroadcastet hat. Jin, schau mal, jetzt kämpfen sie gegen den Schwarm. Endlich. Sollen wir sie das einfach ausfechten lassen? Wolltest du doch gerne haben. Ne? Ja. Jetzt bin ich selig. Jetzt hast es. Das hast du jetzt davon. Echt jetzt? Shit. Da. Na schön, wer ist der Nächste? Schieß auf den Schild! Verschütze einen Anflug! Oh, oh, oh. Das ist ein großer. Oh. Fuck. Die da hinten aus der Ecke kam, habe ich nicht gesehen. Jetzt kommen die Drohnen auch noch. Jetzt kommen hier alle. Ich glaube, jetzt haben sie sich alle geeinigt, dass sie auf uns schießen. Ja, aber können die sich nicht gegenseitig vielleicht, wenn man die ein bisschen lässt? Ja, wenn man sie lässt, machen sie, glaub ich. Ich laufe mal hier so hinten in diese Gasse. Gasse? Was ist eine Gasse? Ach da, okay. Oh, hier ist ein Collectible. Und es sind Cockmarken, oder? Nichtssagende Cocktags. Kinder Lake. So, sind das immer irgendwie die Orte, wo die gestorben sind oder wo die herkommen? Das weil, da vorhin war irgendwie ein Ort, wo ich so dachte, da waren wir doch mal in der Kampagne. So. Aber ich kann mir auch flaschen. Tot! Ich hätte gedacht, das wäre irgendwie einer von den Orten gewesen, wo man im zweiten Teil mit dem Dings runtergeht, mit diesem Wagen, weißt du? Da geht die Muni auf. Scheiße. Wer ist da down gegangen? Und einer von der Handgranate! Die haben was gemacht. Ich hab noch eine Granate. Oh oh, die geht voll daneben. Auch Munition! Oh geil, die sind Freischwarz. Wie viel vertragen die denn? Bist wieder. Na klasse, echt geniales Timing. Okay, der hat gesessen. Aber das sind zwei Daumen gegangen. Ja, wo sind die? Ach, hier in der Mitte ist ja noch einer. Okay, Kopf ist weg. Schöne Aktion. Ich denke, das waren alle. Vorerst. Puh. Dann gehen wir zum Funkturm. Ganz schön was los, so. Mhm. Aber irgendwie, die erschießen sich alle zu wenig gegenseitig. Die alten Probleme. So. Hey, na los, öffnen wir die Tür. Ja, ja. Guck mal, diese kleine Holztür, da brauchen wir wieder zwei Leute. Sowas mag ich ja immer, wenn man dann schon am Horizont sieht, wo man da hin soll. Funkturm, mhm. Geradeaus. Was ist mit Jin's Bot passiert? Ich glaube, die Stacheln des Springers haben ihn erwischt. Wie geht das denn? Ein bioelektrisches Feld? Oder ein spannungsgesteuerter Ionenkanal. Oh, klar. Ist natürlich logisch. Ach ja. Da weiß Papa, dass der Sohnemann in Mathe und Physik früher nicht so aufgepasst hat. Was machst du da oben? Ich zerschnippe hier so ein bisschen. Achso, weil da unten hätte man auch die Tür aufmachen können. Ja, aber das ist uncool. Okay. Komm lieber durchs Loch rein. Achso, die wäre wahrscheinlich wieder so eine Niete gewesen. Ich wieder schön im Fuß angehauen. Hätten wir alle gelacht und dann wären wir außen rumgegangen. Du bist eine Niete. Hey, vor uns befindet sich eine Fabrik. Gehen wir dahin. Meine Eltern. Ich bin deine Eltern. Und zwar alle beide. Kümmert euch um sie. Oh Gott. Nein!
Was war das gerade? Das war wieder Marcus Phoenix Bodyguard der Locust. Hat er sich vor deine Granate gestellt? Oh, oh, aber die war schön. Aber die hier konnte auch ein Marcus Phoenix nicht abblocken. Hey, das sieht jetzt hier so farblich total aus, so dieser Vintage-Look von Mafia 3. Leute, hier ist ein Scion! Diesen ganz warmen Farben überall. Geht in Deckung! Das stimmt. Da hat der Fritz mal nicht gelogen. Wie sonst immer. Oh, nein! Ich seh dich! Einen tollen Swap-Turn gemacht. Oh. Wo bist du denn? Was machst du denn? Hier geblieben. Sieg ihn. Oh, geil, Overkill. Nein, ich will die Overkill. Schön. Ich will die Munition. The best gun on the planet. Ja! Au! Ah, was ist denn los? Ich habe mich in Deckung begeben vor dem einen Scion und stehe genau neben dem anderen Scion in der Deckung. Hier ist noch ein anderer? Ach, hier. Jetzt liegt ein Einzelteil hier. Oh, der stampft dann so auf den Boden, wenn er die anderen verstärkt. Jetzt, Zweiter direkt voraus. Alter, was war denn das gerade? Oh, scheiße. Dreifacher Rittberger. Gerade sagen, jetzt stirb halt mal, du Arsch. Ja, der Zweite ist noch da. Diese Tänzchen immer irgendwo rüberspringen. Ach, da ist ja noch einer. Ja. Was? Jetzt sofort zerfetzt. Wow, okay. Oh Mann. Das geht doch nicht. Nichts ist unmöglich. Konvergenz. es klingt doch voll nett. So, hey, ganz vor uns time. Befindet sich eine Fabrik. Gehen wir dahin. Ja, dann nimm halt da die Munition. Kümmert euch um sie. Weil mich beide hinwetzen. Und dann noch welche raus? Nest beseitigt. Da kommt nichts mehr raus. Sehr schön. Wow. Hat aber jemand ordentlich seine Gnäsche eingesetzt. Ja. Ah, guck mal, die machen auch Executions. Die Gegner. Schweine. Ja, nicht die Gegner, die, wie heißen sie? Die Mitglieder, Kumpel. Freunde. Leute, hier ist ein Scion! Rückzug, geht in Deckung! Schwinde! Eine Tode erledigt. Jetzt ist er schon verstärkt. Verstanden! Suppressor! Ich bin nicht der größte M-Bar-Spieler aller Zeiten. Was? Also. Damit habe ich ja nur nicht gerechnet. Mann! Kopf weg! Kopf ab! Sie werden stärker! Suppressor! Werft eine Granate in das Ding! Ich bin am Boden! Shit. Danke, Papa. Oh, Gott sei Dank, ey. Was denn? Wie lange der jetzt ausgehalten hat. Drei Clips in ihn reingepumpt, wenn er nicht gefallen ist. Eine gute Zeit dafür. Ah, fuck. Dieser blöde Tunnel hier, wo sie von vorne und hinten kommen können, ist vielleicht doch nicht so eine gute Idee. Der Spaghetti-Mann. Na, wo ist denn der? Ja. Komm, Kopf platzen. Danke. Okay.
Suppressen! Alter, jetzt... Boah. Die Original Bullet Sponge, oder was? Hallo. So, der zweite hat's. Okay, alles sicher. Gehen wir in die Fabrik, bevor noch mehr von denen kommen. Geil, gehen wir in die Fabrik, wo noch mehr von denen kommen. Und ich glaube, er hat gesagt, bevor noch mehr von denen kommen. Kann mal einer helfen? Ich höre das ja nicht so richtig. Bitte was? Was haben die beim lauten Spiel gesagt? Ich höre ja nichts vom Spiel. Was? Wir ohne Ton. Was? Krieg? Sieh mal einer an. Eine alte Centaur-Fabrik. Und diese Mühlen seid ihr damals gefahren? Oh, geil. So schlimm waren die gar nicht. Ein wenig eng. Sind ständig abgesoffen. Das klingt für mich schon ziemlich übel. Ja, vielleicht. Aber sie haben ihren Zweck erfüllt. Cool. Oh. Können wir bitte nicht nochmal mit sowas fahren? Ich meine, wenn sie das Modell jetzt hier schon gebaut haben. Der hier hinten sieht doch noch gut aus. Ich wollte gerade sagen, der ist doch noch nicht verschmordert, aber er ist auch noch nicht fertig. Fehlt noch die Hälfte. Und? Machen wir halt noch irgendwie so ein Mechanic-DLC rein und dann passt es schon. Schön, und wie kommen wir hier raus? Hier unten ist alles blockiert. Wir sollten nach oben. Aber vorher sollten wir noch das Sammelstück einsammeln. Hier, Befehl zur Arbeitsniederlegung. Oh, okay. Gesamtes Corps-Personal. Stromausfall in der Umgebung steht kurz bevor. Die Corps-Kommandoführung hat daher eine Arbeitsniederlegung und den sofortigen Rückzug aller Waffenfabrikanten. Fabrikarbeiter in Speyer veranlasst, melden sich so schnell wie möglich in Elima. Elima, sagt uns das was? Kommt mir schon bekannt vor. Da warten Sie dort weitere Anweisungen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe auch völlig vergessen, dass die Stadt, glaube, die sie da versenkt haben, Jacinto hieß. Jacinto, ja. Das ist nicht so schlimm. Es sei denn, morgen wird nochmal dein Abi nachgeholt und das ist dann die neue Frage. Ja, oh. Wie in meinem Traum. So geil. Ich dann schon wieder eine Nachricht von Xbox. Was will diese Xbox denn die ganze Zeit sich mit uns unterhalten? Scheiße, noch ein Zeiger! Das wird immer aufdringlicher. Startklar. Guck, guck. Nein! Bist du da zwischen die durchgesprungen? Nee. Ich hab gesagt, guck, guck. Genau in dem Moment kommt eine Hand über die Deckung und zieht mich halt rein. Und die verprügeln mich halt voll übel. Das ist Comedy, meine Damen und Herren. Oh, scheiße. Vorsicht, Vorsicht, der hat, ich weiß immer noch, ich kann mir nicht merken, wie sie heißen. Buzzkill. Buzzkill. Mein Gott, ich kann mir die Videospielnamen von Waffen nicht merken. Verstanden! Der charged! Helft mir hoch! Ups. Warte, ich bin gleich da! So. Nehme ich die mit. Das war's. Finden wir einen Weg hier raus. Ich kann nicht schnell genug rennen damit. Verdammt. Ich mach viel zu selten diese... Oh, glaubst du, die brauchen wir? Charge-Angriffe? Ja, außer deine Lanze. Drüber ziehen und drüber kicken. Achso, diese neuen, ja, die Moves mache ich auch nicht oft. Oder eigentlich gar nicht. Drück mal die Taste. Eine Menge Munition. Momente mal. Seid ihr? Ach da. Ich wusste gar nicht, wo es lange, weil ich mitgezogen wurde. Und nu? Also. Der Funkturm sollte vor uns auf diesem Hügel liegen. Ja, und sicher kommen wir da problemlos hin. Mir fällt gerade wieder ein, dass in Gears 3 ist man doch auch bei den, bei diesen diese Grattler da, die Vorläufer von den Outsiders. Und da ist doch Ice-T einer von denen. Geht in Deckung? Ja? Ja, der Anführer von denen. Und noch ein.
Du stehst mir im Weg. Weil doch Ice-T so ein krasser Gears-Fan ist, haben sie doch dann eingebaut als... Du bist doch auch so ein krasser Gears-Fan. Ich bin auch hier eingebaut. Ich bin das hübsche Mädel mit dem Beanie. Soll ich dich erschießen? Eine tote Larve! Ich hätte gerne irgendwie was mehr Reichweite hat als eine Overkill, weil dann würde ich nämlich hier mit diesem Geschütz was anfangen können, aber so. Ich habe immer noch die einige Zeit immer noch mit einer blöden Baskill rum. Baskill. Baskillmütze. Da wollte er ihn wohl retten, ne? Schnetzelt sie nieder! Der Typ im Geschütz ist ausgeschaltet. Ah! Fuck, ich bin down, Hilfe! Markus Phoenix ist dein patenter Senior. Oh, ich hab dem einen voll fies die Füße abgeschossen. Aber wirklich, wirklich nur so den Fuß weggehauen. Tat mir im Nachhinein ein bisschen leid. Oh, da kann er sich nicht aufsetzen. Moment. Werfe Granate! Nein, ich hab schon gleich einen um die Ecke. Nee, kommt dann nicht. Ah! Euch los. Licht aus! Wisst ihr, sie sagt auch Licht aus. Stromsparer. Verstanden. Hier. Einer weniger, der Sorgen macht. Wir sind hier fertig. Dad, bist du bereit für den Anruf? Wartet hier. Jetzt wird getötet. Hey Dad, geiler Titel. Sag ihm, wir werden mehr als nur ein paar Lancer brauchen und diese Bots werden mehr schaden als nützen. Keine Sorge. Er wird sich schon was einfallen lassen. Das macht er immer. So stimmt, Baird. Wenn er das sagt, ist Baird in der Zwischenzeit voll das hohe Tier geworden. Weiß bei der Cog. Ach, aber es gibt einen guten Grund, warum der das sein könnte. Schauen wir mal, was passiert. Scheiße, hast du mich erschreckt? Entschuldige. Oh nein. Verstärkung ist unterwegs. Wie lange wird er brauchen? Zu lang. Wir werden das hier brauchen. Dad, was ist? Let's fabricate. Ist nicht weit, aber wir haben noch Zeit, uns Schwarm totzuschlagen. Das klingt so, als würden sie jeden Moment angreifen. Deshalb verschanzen wir uns hier. Schock. Ich setz mal eine Schockwache irgendwo hin. Dann ist das aber jetzt falsch übersetzt worden. Wie ist es bei dir? Irgendwas mit jetzt wird getötet. Das heißt nämlich im Englischen Killing Time. Also Killing Time. Ach so, Time. Killing Time, ja. Yeah. Na gut, okay, du kannst es ja auch, dann hätten sie es irgendwie Zeit totschlagen. Aber ist auch zu eindeutig. Geht ja nicht. Wave begins in 1 minute 23 seconds. Dann baue ich jetzt mal. Post has paused the game. Nee, ich baue jetzt hier mal. Sollen wir die Welle schon mal starten einfach? Nee, wir müssen die Sachen aufbauen. Ich habe schon so einen Stopper hingesetzt. Also, wir bauen jetzt hier so ein Ding hin. Wie haben wir denn? Weiß ich nicht, aber immer die Dinger unten an die Treppe hin und oben rauf irgendwas, das auf die drauf schießen kann. Barrikade. Und dann sollte man immer was dazu bauen. Ach, das ist ja schon wieder leer. Waffen. Ich glaube, dieser blöde Stopper hier, der war eine blöde Idee. Die Schockwache. Wo andererseits. Aber stell sie an die Treppe hin. Moment. Also an die andere oder so. Die hier? Hier kann ich sie hinstellen. Dann gehe ich an die rechte Treppe. Ja. Frag Grenade. So. Sollen wir? Ja. Nee, Moment. Die Taste ist es, ne? Angriff von Tom! Wow! Was hast du jetzt wieder gedrückt? Jetzt brennt hier die ganze Bude. Die Explosionstaste gedrückt. Ja toll, ich hab niemanden getroffen bei einer dummen Explosion. Suppressing. Scheiße. Du Schatz erwischt von der Seite, aber da kommt schon ein Helfershelfer. Suppressing.
Shit, das ist Zion. Ja, aber der läuft mir gleich vors Visier. Sehr schön. Und der verträgt aber ordentlich, ey. Naja, dafür zerspratzt aber auch richtig schön. Okay, rechts ist leer. Brauchen wir noch Muni. Eine Tode erledigt. Das tut weh. Links scheint aber auch nichts mehr zu sein. Also ich habe bei mir alle platt gemacht. Das muss reichen. Oh, Scheiße, ah, von oben. Springer. Das. Und die Kleinen kommen auch. Ich kümmere mich um den Großen. Kommt schon, ihr hässlichen Mistviecher. Kommt doch her. Komm schon. Lad dich auf. Oder lad dich ab, besser gesagt. Da baust du ab. Eine Turret ist gleich kaputt. Haben wir eine Reparatur? Nicht der letzte. Baut und nee. Repariert, was das Zeug kann man aber hält, kaufen. Mehr kommen. Was haben wir denn jetzt noch? Haben sie den Dings erledigt? Ja, den haben sie erwischt. Also wir haben hier eine MG-Wache für 10.000. Eine könnte ich kaufen. Ja, mach mal. Stelle ich die hier auf die Seite, ja? Ja. Stelle ich es aber so, dass das kurz vor die Treppe kommt. Kann ihn nach unten feuern? Ja, ne? Ja, aber haben wir noch was? Wir bräuchten eigentlich zur Ablenkung, dass sie nicht sofort kaputt gemacht wird, so eine Ablenkung. eine Ablenkung zur Ablenkung. Ja, die kann man gar nicht bauen. Stimmt, die gehen hier nicht. Horde. Aber ich kann hier noch so eine Mauer bauen. Die setze ich jetzt vor das Geschütz. Ja. Dann können sie da nicht direkt durch. Ja. Die Barriere. Würdest du das hier gleich halt... Haben wir noch Geld für noch eine? Muss mal gucken. Was das Firmenkonto hergibt. Eine geht noch. Gut, dann gehe ich wieder ans Geschütz. Dann setze ich hinter die Barriere. Another barrier! Okay, los? Ja. Da sind noch mehr von denen. Links! Und von der anderen Seite. Schön. Dort drüben! Zion! Geil das aussieht, ey. Zurück in deine Kapsel! Es hat so ein bisschen was. Die erste Barriere hat es erwischt. Von dem. Ich habe ja die eigentlichen Filme nie gesehen, sondern immer nur die Trailer von diesem neuen Planet der Affen-Film. Klar. Hast du gar nicht gesehen, die Filme? Nee. Taugen die was? Geladen und entsichert! Weiß also nicht. Nein. Jetzt niemandem zu nahe treten. Wir können die nicht ewig aufhalten. Jetzt sind sie rechts. Die sind schon noch, sind okay, aber sie sind auch kein Abzupacken. Der macht sie stärker. Granaten. Nummer 1 ist down. Nummer 2 noch nicht ganz. Nummer 2 ist down. Sauber. Nummer 2 frisst Kugeln wie ein Nimbersaft, wollte ich gerade sagen. Okay. Die Seite ist sauber. Ich höre noch was. Aber wo? Ah, irgendwo oben. Bin unterwegs zu dir. Das oben auf dem Balkon sind welche mit der mit Arkon. Nach Ladorn. Hab ich gebraucht. Okay, die sind weg. Da sind Hescher, Leute. Ah, Snatcher rechts. Netter links. Oh oh. Kommt hoch. Alter, der macht unser MG mit einem Schlag kaputt. Shit, ich kann nicht so weit rausdrehen. Ah, fuck. Der hat mich voll erwischt. Oh nein! Ich getötet. Er hat mich zerschlagen. Die Schweinesau. Aber es stimmte wenigstens, das Kapitel jetzt wird getötet.
Ja. Es war keine Lüge. Hoffentlich sind die Wellen einzelnen Speicherpunkte. Ja. Da brennt schon. Das war ganz sicher nicht der letzte. Baut und repariert, was das Zeug hält, bevor mehr kommt. Ach, dann müssen wir die eine Welle aber vorher nochmal machen. Dann wieder Geschütz hier an die Seite. Unten so eine Sperre hin. Dann nehme ich hier auch nochmal eine Sperre an die Seite. So. Ach, schau mal, mit den Dingern, wenn man die transportiert, die Barrieren weißt oder Geschütze, kann man nicht rennen. Weißt du noch, wie man Granaten hinsetzt? Als Falle? Mit Schlagen, ne? Das weiß ich nicht genau. So, genau. Mit, du musst das drehen und dann, die Schlagtaste drücken. Und dann mach ich die nämlich mal hier hin. Und wo kamen die eben noch raus? Kann ich sie dann... Wenn, das war mit Annäherungszünder jetzt. Ich glaube, hier kamen sie vorbei. Warte mal, dann packe ich die aber hier oben hin. Wie, und dann einfach gegen die Wand hauen, oder was? Genau. Ah ja, okay, weil dann packe ich die aber hier so hin. Hä, hat sie jetzt gerade zerrissen? Was? Ist die jetzt einfach von sich aus explodiert? Oh, ist das doof, das geht hier gar nicht. Da sind noch mehr von hinten. Tatsächlich, die explodieren einfach. Die scheinen zu kochen. Ja. Oh fuck, die kommen schon. In Horde geht das nämlich. Dort drüben, Zion! Geladen und entsichert. Zurück in deine Kapsel. Aber die kommen jetzt auch von woanders, kann das sein? Nee, die kamen auch erst da aus der Mitte. Jetzt. Und dann kamen sie von rechts und dann kamen sie von oben. Wir können die nicht ewig aufhalten. Jetzt kommen sie von rechts. Was? Granatenwurf. Der macht sie stärker. Wir können sie besser machen. Frage, ob ich eine Granate voll in die Heide geschmissen. Haben wir den zweiten. Verdammter Mistkerl. Wenn man ein Geschütz mal mitspielen würde. Ist wenigstens die vorne gepanzert, die Geschütze. So dass die ihren blöde Blades hier. Schön. Boah. Zurück in dein Ei. Schalt die Jäger da oben aus. Ach stimmt, die waren ja oben. Am Balkon. So, und jetzt kommt das Viech, genau. Ja. Da sind Häscher, Leute. Häscher gesichtet. Ich vergesse auch die ganze Zeit zu spotten. Aber meistens braucht es ja auch gar nicht. Den Wie geht denn das? Reindrücken. Also zielen und dann den linken Stick reindrücken. Und was hast du davon? Ist mehr Schaden, oder? Kannst du markieren. Zielt dann die KI verstärkt auf den, oder wie? Ja, du hast da drauf zu zielen. Siehst du? Ja, einer ist weg. Jetzt den. Den einen, der da ist, ja. Mir geht die Muni aus. Scheiße, ich kann nicht weiter rübergehen. Oh, scheiße, er ist hier. Hab ich gebraucht. Komm schon, du bescheuerte Scheiße. Nein, lass mich in Ruhe, Ah, wo bin ich denn? Nein, lass mich weg hier! Nein! Ah, du Ficker, du! Oh, er hat mich gefressen, Gott sei Dank, er hat mich nur gefressen. Gott sei Dank. Wie geht denn das? Hat ich trotzdem gegessen, oder was? Er hat mich explodieren lassen. Huh. Ich bin aber auch irgendwie in der Sackgasse gerannt, ich bin ja nicht mehr rausgekommen. Shit. Ungut, normal. Pinkte Scheiße, ja. So am Mist. Das war ganz sicher nicht der letzte. Baut und repariert, was das Zeug hält, bevor mehr kommen. Haben wir denn, warte mal, bevor wir das Ding hier hinstellen, haben wir nicht genug Geld für noch ein Geschütz?
Aber das ach, das können wir gut. Gar nicht bauen. Hat ganz gut funktioniert. Ich stelle jetzt nämlich hier noch da drüben das mit dazu. Ach so, jetzt ist aber links nix, ne? Musst du da ein bisschen links aufpassen. Gut. Drücke ich, ja? Ja. Da sind noch mehr von denen! Links! Dort drüben! Zion! Zurück in dein Ei! Wir können die nicht ewig aufhalten! Okay. Die sind für mich! Verdammter Mistkerl! Zurück in dein Loch! Fuck! Okay, ich hab den zweiten gleich. Schalt die Jäger da oben aus! Oh, jetzt sind die Jäger schon oben. Geladen und entsichert! Ich schalte die schnell aus. Perfekt! Drohne erledigt! Nimm das! Okay, ist down. Zion ist down. Geschütz ist noch da. Jetzt müsste der eigentlich schon kommen. Da ist er. Da sind Häscher, Leute. Häscher markiert. Ach, den soll ich angreifen? Andere ist auch da. Mann, das nervt! Scheiße, der kommt viel zu schnell hoch. Und ich kann ihn von der Seite aus nicht erwischen. Sein beschissenes Bein kann ich erwischen. Was ist denn damit? Bin am Boden. Fuck, hab ich erwischt. Den einen hat's. Ist der andere noch so, dass man ihn vom Geschütz erwischen kann? Ich versuche mal abzulenken. Okay, hat super gut geklappt. Ich gehe mal eher raus in die Pampa. Ja, ich auch. Versuch du mal am Geschütz zu bleiben. Ja, aber nicht, wenn der da oben steht. Ja. Ja. Wiederbeleben. Nein, nicht Dell. Okay, dann glaube ich. Entweder ist er hin oder frei. Er ist frei. Irgendwie gab es jetzt ein Achievement. Hey, versuch mit Zielen! Bin fast leer. Ich muss Munition finden! Munition oh! Ah, fuck! Schnell, das nicht! Nein, ich bin reingezogen worden! Fick der Scheiße, ich bin immer zu nah an dem dran. Oh, bin nochmal rausgekommen. Ich hab mit der Handgun halt geschossen wie ein Wahnsinniger. Oh, ich glaube, das war's. Ja. Den hab ich jetzt voll weggesehen, Soldat James ja, Ryan. Aber für wie lange? Los an den Fabrikator. Und nein. Oh, eine Bälle. Because of course. Wollt mich verarschen, oder? So, nehmen wir jetzt hier nochmal ein Geschütz. Ich stell's nach rechts. Da steht schon eins. Na schön. Aber egal. Ist auch wurscht. Ja. Macht ja nix. Kann ja gern. Soll ich nochmal ein zweites hinstellen? Ja, oder? Ich stelle das jetzt mal hier hin, dass das hier den Bereich abdeckt. Da haben wir das Ding hier schon doppelt. Okay. Sollen wir loslegen? Ja. Haben wir noch Munition? Ja. Wo kommen sie? Schwarm von rechts! Rechts. Dreck. Aber eher klein geruscht. Wie lange noch, bis er hier ist? Bald. Wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Na, los doch! Okay. Pass auf, da kommt ein Zion. Der Zion ist noch nicht fertig.
doch fertig. Aber da ist noch irgendwo einer. Ja, Geschütz, vorne ist noch das Geschütz einer. Links geht ab, da ist irgendwas links. Ich schau mal rüber. Da hinten ist noch einer, ja, mit Rüstung. Was? Mich hat sofort zerfetzt. Richtig zerfetzt? Ja. Ach scheiße, das war ein Dropshot, ne? Ja, Mann. Das ist doch gemein. Das waren die letzten. Ja, aber für wie lange? Aber die zweite Kanone da auf der Seite war gar nicht so schlecht. Aber das ist jetzt schon nochmal die Welle, die wir eben schon hatten, oder? Ja, ja. Goldgräber. Hm? Wie wir auch immer das bekommen haben. Ein Achievement. Achso, 100.000 mit dem Fabrikator irgendwas gemacht. Achso. 100.000 Punkte mit dem Fabrikator gesammelt. Das lädt ja jetzt nicht. Warte mal. Nee. Soll ich da nochmal, soll ich das letzte Geld ausgeben? Ja, alles raus. So, was hast du noch? Ich habe hier noch eine Barriere. Level 3 Barriere. Also links steht gar nichts. Barriere. Links steht gar nichts, okay. Also, ein Geschütz, aber keine Barriere. Rechts stehen zwei Geschütze, die sollten eigentlich reichen, dann um die Leute abzuhalten. Dann eher links. Ja. Ich komme da eh nicht mehr durch. Geschütze sind so zugestellt. Ach, hier vorne hast du das hingestellt. Aber dann kann das natürlich von hinten. Weil, schau mal, die können da über die Mauern ja theoretisch kommen. Also, ich weiß nicht genau, wo sie herkommen, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie von da kommen können. Na dann. Gut, dann gehe ich ran, ja? Ja. Ich glaube, es ging links los. Schwarm von rechts! Dreck! Feiern! Wie lange noch bis er hier ist? Gesundheit! Entschuldigung, es ist nur noch ein bisschen durch. Kriegsgesundheit. Bessere Gesundheit. Oh nein, der ist schon wieder mit seinem dummen Dropshot. Ich geh runter im Bunker, ich hab Angst. Oh. Aus dem Weg. Boah, diese zwei Geschütze da auf der Seite. Fuck. Wer war denn das gerade? Hat er dich? Ja, aber wer war denn das? Ach, oh, voll den Kopf weggehauen. Und ja, klar, danke, weil reicht ja noch nicht mehr, den Kopf wegzuschießen. Nein, wir schießen nochmal hinterher, dass der ganze Körper nochmal zerfetzt. Was war das jetzt? Weiß ich nicht. Auch mit so einem Buzzkill oder was? Ja, ich glaube ja. Naja, wohl, nee, ich glaube, das war auch wieder ein Dropshot. Weil Buzzkill ist ja eher so richtiges Zersägen und das sah eher nach Zerplatzen aus. Das waren die letzten. Das sind die Feinheiten ja, manchmal. Aber für wie lange? Los an den Gut, ich stelle wieder ein Geschütz nach links. Jetzt machen sie es uns hier noch ein bisschen schwer, den Tag. Diese Schweine. So. Dann stelle ich da unten auch noch ein Dings hin, eine Barriere. Markus, du stehst im Weg. Markus, geh da weg. Komm. Markus, du stehst im Weg. Beginn doch die Welle. Schwarm von rechts! Rechts! Scheiße! Wie geil ist das Geräusch, wenn die Geschütze sich so überlagern? Wie lange noch, bis er hier ist? Bald. Wir müssen nur noch ein bisschen durchhalten. Pass auf, da kommt ein Zion! Ach, weißt du, was es gewesen sein könnte? Das könnte eben gerade ersten Talkbow-Treffer. Mhm. Fuck. Ja, komm. Stell mich halt auf. Oh. Naja, wenn er einmal schläft auf der Arbeit, nachdem er halt 100 Jahre Topscorer war. Das bringt ihn nichts. Das war's noch nicht. Oh. Okay, da kommt ein großer da hinten, der die Klappe aufreißt. Oh Scheiße, jetzt fahren sie wohl schweres Geschütz auf. Okay, und er reißt die Mauer weg. Ich weiß nicht, ob es was bringt, mit dem schweren Geschütz auf ihn zu feuern, während er noch nicht die Klappe aufmacht. Da ist noch einer. Wo? Wir haben einen Träger.
Links ist einer und rechts ist einer. Wird platzen. Scheiße. Nimm den rechten. Okay, der rechte ist weg. Die beiden Geschütze haben den scheinbar noch da. Den scheinbar voll erwischt. Ich krieg ihn nicht. Er ist zu weit. Er müsste wieder ein Stückchen zu rüberkommen. Ah, Mist. Ich überlege, ob ich ihn versuche zu locken, aber ich gehe eher außen rum. Ich gehe außen rum, geh du ins Geschütz. Vielleicht klappt's. Vielleicht sterbe ich jetzt bei einer ganz dummen Aktion. Ich guck mal ganz kurz nicht, dass uns irgendwas in den Rücken fällt. Sieht gut aus. Ja, nee, der kommt hier hoch, also da kommen wir nicht drum rum. Hey, du blöder Arsch! Scheiße, ich hab kein Dings mehr. So, jetzt der Spuckgleit! Das ist für mich. Du den gerade so gut erwischt von vorne. Wieso? Weiß nicht, der hat gerade alles wieder voll explodieren. Nee, nee, der tut's noch. Ja, sicher. Scheiße. Granatenwurf! Ich schmeiß da Handgranaten hin. Ich trag dem jetzt das scheiß Geschütz hinterher. Von hinten bringt's ja auch nichts. Der soll sich mal umdrehen. Wo will denn der hin? Mir nach. Der soll sich umdrehen. Jetzt habe ich ihn zumindest wütend gemacht. Ich versuche ihn jetzt mal in deinen Schlussbereich reinzulassen. Ach so, scheiße. Ich renne hier mit dem Geschütz durch die Gegend. Warte, ich stell's hin. Ja, steht aber, glaube ich, ganz gut. Wie, jetzt hat er's. Oh. Aber hauptsächlich trag dieses blöde Geschütz durch den ganzen Level. Cool. Ja, das ist sein Zeichen. Los zum Treffpunkt. Was war sein Signal? Keine Ahnung. Ach, das Grüne. Der grüne Rauch. Achso. Da kommt jetzt ein Blackhawk. Ist auch so geil. Ich meine, wie schafft man das eigentlich, die ganze Zeit halt nicht zu sagen, wer es ist? Also muss man ja schon wirklich drauf achten, wenn man die ganze Zeit nur immer so, da ist sein Signal, er wird kommen. Hey, komm zu glauben, es ist alles sauber. Nein, hör auf, das zu sagen. Echt jetzt? Was zu sagen? Alles sauber. Mann, damit beschwörst du nur Unglück herauf. Was, willst du mich verarschen? Doch, tu ich. Wann war denn bei uns einmal alles sauber? Normalerweise würde ich sagen, dass Unglück nichts mit echten Wahrscheinlichkeiten zu tun hat. Aber hier muss ich ihm recht geben. Sag's nicht nochmal. Ach, das ist doch lächerlich. Schaut euch um. Die Gegend ist sauber. Marcus, komm schon, Mann. Ja, Dad, weiß nicht. Die haben mich irgendwie überzeugt. Ich sag euch was. Wenn ich uns wirklich Pech bringe, werde ich mich persönlich darum kümmern. Jetzt weiter zum verdammten Treffpunkt. Collectible. Ach hier, ah okay. Wie lang geht denn die Folge schon? Er hat gesagt, wir treffen ganz uns schön in der lang. Kreuzung ich würde da vorne. Wissen, wer da jetzt kommt. Da kommt etwas Großes auf uns zu. Hey Marcus, du bringst uns nur Pech. Gute Arbeit. Hä? What the fuck? Hab ich das nicht. Guck mal, die Bauroboter gibt's jetzt auch als Kampfvariante. Wenn Marcus Phoenix Hilfe anfordert, wird's echt hochkarätig. Bär! Ja, siehste? Du rufst nicht an, du schreibst nicht. Hey, komm zu Papa Marcus! Wow, oh, Coltrane! Cool! Ja, 10 Jahre zu lang. Du kennst doch noch James. Klar, hab ihn aber kleiner in Erinnerung. Neben dir wirkt jeder klein, Onkel Cole. Onkel Cole, wie bitte? Hab ich dir früher nicht genug Spielzeug geschenkt? Oh, von deinem Spielzeug habe ich echt die Schnauze voll. Danke. Sein Spielzeug? Kate, Dell, das ist Damon Baird, CEO von DB Industries, deren Bots die letzten 20 Stunden versucht haben, uns zu töten. Hey, mal halt. Dieses ganze Killer-DB-Ding? Jin war das, nicht ich. Ah! Zahlen drauf.
Könnte irgendwas davon gebraucht werden? Du nimmst Reis aus vor der Chor. So vor ungefähr 6 Monaten. Und komischerweise verhaftet dich niemand. Oder wie wär's damit? Vor kurzem steckst du in Siedlung 5 fest. Und dann taucht wie aus dem Nichts ein Bot-Transporter auf Land. Und nimm mit. Oh, ernsthaft, Dad? Dieses Arschloch hat für dich auf mich aufgepasst? Ich glaube, das Wort, nach dem du suchst, heißt Danke. Dann war er das, den man gesehen hat, ne, am Anfang. Wenn du wüsstest, was heute los war, würdest du nicht fragen. JD nimmt Jack Jr. und einer von euch nimmt Second Betty. Oh, geil. In Fleisch und Blut. Ich hab sie vermisst. Auf so eine ganz komische Art. Ich weiß, was du meinst. Und da kommt unser Taxi. Ich bin hier, Schätzchen. Alle startklar? Ah! Bitte? Sag mir, dass das die Frau deiner Frau war. Also Sam und ich sind nicht verheiratet. Besondere Freundin, bitte. Sie bestand darauf, mitzukommen. Hey Kinder, hört ihr mich da oben? Ja, ich höre dich. Komm zum Damm. Ach, und Onkel Bert. Versuch mitzuhalten. Das ist geil. Wow! Wir haben uns doch gut geschlagen. Boah, geil! Ja, wir gehen vor. So, jetzt machen wir eine Pause, das machen wir in der nächsten Folge. Bis dann. Bis dann. Ciao.